Verneige mich und warte erstmal. Ich würde mich ebenfalls tief verneigen. Ich begrüße Sie mit einem einfachen Euer kaiserliche Hoheit und verbeuge mich. Ja, sie bekommt eine höfliche Verbeugung. Ja. Jo. Und ich nicke ihr noch freundlich zu. Also ja. Verbeugung. Ebenso geheimnisvoll wie wunderschön müsste man sie beschreiben. Die schwarze Witwe auch wieder komplett in schwarze Seide gekleidet, mit hohem almadanischer oder vor allem alanfranischer Schnitt steht sie dort. Ihr Gesicht wird teilweise auch durch den Schleier dann verdeckt, aber alleine diese Ausstrahlung, sie ist es. Und sie wirkt überhaupt nicht erfreut. Ihr Helden der Stadt Gareth, schön, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Allerdings hörte ich, dass ihr mich selbst aussuchen wolltet. Was also führt euch nach Gareth? Euer kaiserliche Hoheit, wir bringen frohe Kunde aus dem fernen Süden. Aranien ist befreit und die Bedrohung des Helme Hafax ist abgewendet. Ist dem so? Ihre Stimme schneidet durch den Raum. Dem ist so, eure kaiserliche Hoheit. Ebenso konnte die Stadt Romulus aus den Fängen der Paktiere befreit werden. Was genau habt ihr denn mit dem Fürst Komtur besprochen? Ich blicke mich etwas hilflos zu meinen Kameraden um, da ich ja nicht dabei war. Die Bedingungen dafür, dass seine Truppen die der uronischen Usurpatoren nicht weiter unterstützen, natürlich. Wie ihr sehen konntet, waren diese Bemühungen erfolgreich. Und wen unterstützen sie stattdessen? Ihre eigenen Pläne. Das war das Beste, was wir tun konnten in dieser Situation. Jalan, dein Kopf rattert, du wirst ein bisschen rot. Du warst nicht dabei. Vielleicht ist das der Grund, warum du nicht auf der Liste standest. Warum sie sich nicht für Romulus interessiert, sondern nur für Hafax. Ich fühle mich ein klein wenig verraten. Wir haben einen Brief dieser Tage erhalten, adressiert an die alte Residenz, adressiert an eure 5 Namen. Vom Fürst Komtur. Wir haben diesen Brief geöffnet und dabei festgestellt, dass ihr Hochverräter seid, Landesverräter. Ihr paktiert mit dem Feind. Das muss ich natürlich definitiv zurückweisen. Wir haben stets und in jeder Situation im Sinne des Reiches gehandelt. Habt ihr Beweise für eure Behauptung? Ich habe Beweise dafür, dass ihr mit dem Feind paktiert. Euer kaiserliche Hoheit, diese Menschen tun alles, um das Reich und seine Bürger zu schützen. Ich bürge mit meinem guten Namen für sie. Und so tun es viele andere. Ich möchte Beweise dafür sehen, dass ihr nicht im Hochverrat angeklagt sein solltet. Und sehen, wie der Kanzler von einer der Seitenflügel auf euch zutritt, hinter einer der Säulen und auf einem silbernen Tablett einen Brief in den, einen Brief transportiert, den er dann auf euch zubringt. Ich nehme an, wir dürfen diesen Brief nun lesen. Er ist an euch adressiert. Wir haben ihn lediglich geöffnet und gelesen, so wie es uns als Thronverweserin gebührt. Der Kanzler verbeugt sich nicht vor dir oder knickst nicht, sondern tritt dann einfach mit dem Silbertablett vor dich, sodass du den Brief ihm dann aus dem Tablett nehmen kannst. Ich nehme den Brief an mich und beginne zu lesen. Er ist kurz, so wie ihr es von Hafax kennt, und auf dem gleichen Papier geschrieben mit der gleichen Handschrift, die ihr damals schon hattet. Tatsächlich, wir bieten euch für den Kampf in der Finstermark gegen den toten Wurmbanner aus unseren Reihen an. 4 Bluttempler von H. Was ist H? Hemando, gut. 2 Rote Legion, Grammatik. 2 Kamotgarde, 2 schwere Kavallerie mit aranischen Pferden. Zudem einzeln 2 Kriegsmagier, einen Auserwählten, diesen Namen wiederhole ich nicht. Fürst Komtur Hafax.
Dies ist euer Indiz für unseren angeblichen Hochverrat. Ihr sagtet doch eben gerade, dass die Legionen des Hafax für andere Zwecke gebraucht worden sind und nicht gegen Aranien gezogen werden. Ja. Dies ist also der Zweck. Informationen nach wurden sie das auch nicht. Und damit meine ich, sie wurden nicht gegen Aranien eingesetzt. Was er damit zu tun gedenkt, das hat er uns zu diesem Zeitpunkt nicht verraten. Offensichtlich hat er nun in diesem Brief angeboten, seine Legionen anderweitig in der Finstermark zu verwenden. Dies war jedoch nicht Teil des Gespräches, das wir mit ihm geführt haben. Warum bietet er euch diese Truppen an und nicht uns, der Thronverweserin? Das ist eine gute Frage. Leider kann ich sie nicht beantworten. Wir sprechen hier immerhin von einem Paktierer, dessen Gedanken von chaotischem Dämonengedanken gut erfüllt sind. Was genau habt ihr mit ihm ausgehandelt, dass er euch so etwas anbietet? Was habt ihr dort getrieben? Warum sind seine Truppen umgeschwenkt? Warum plündern und brandschatzen sie jetzt nicht Perikum? Er hat einen Handel vorgeschlagen und die Person, um die es in diesem Handel ging, hat zugestimmt. Und aus diesem Grund hat er seine Truppen abgezogen. Ich werde ungeduldig und erwarte, dass ich nicht noch einmal nachfragen muss. Herr Sohn. Elmer Hafax wünscht. Verzeiht mir, dass ich dich unterbreche, Bandstrahler. Aber ich habe dich nicht auf diesem Schreib gesehen. Du darfst dich entfernen oder still sein. Bei der benannten Person handelt es sich um eine Geweihte der Hesinde, namens Yasina Milena. Ihr habt eine Geweihte der Hesinde geopfert. Nein, das ist so nicht korrekt. Hier kann man nicht von einer Opferung sprechen. Wir haben der Geweihten von dem Gesuch des Fürstkomturs berichtet. Sie hat selbst entschieden, dass sie sich in seine Hände begibt. Ja, sie waren gute alte Freunde, also. Ich werfe Voltax einen wütenden Blick zu. Nun, immerhin seid ihr die Redensführerin, aber ich gebe da... Lügen werden normalerweise gut abgesprochen. Ich würde gerne Widerworte irgendwo finden. Oder Widersprüche. Wie wäre es, wenn ihr von nun an den Mund haltet und die anderen für euch reden lasst? Karinor. Ja. Wieso eine Freundin von Hafax? Nun, er wollte etwas von ihr. Wir sind uns nicht ganz im Klaren, was er wollte. Wir haben auch versucht, der werten Geweihten explizit auszureden, dass sie diesen Handel annimmt. Doch nun, während sie in einem Heiligtum der Hesinde war, hat sie die Entscheidung getroffen, um nun nicht nur Aranien, sondern auch das Mittelland zu retten. Und dadurch haben wir Hafax dazu gebracht, dass sie verfügt also über Wissen, dessen ihr euch nicht gewahr seid. Und ihr wisst nicht, was... Natürlich, er verfügt sie über Wissen, über dessen wir uns nicht gewahr sind. Ihr wisst aber nicht, was Hafax mit diesem genauen Wissen haben möchte und warum er genau diese Freundin haben wollte. Seid ihr noch bei Trost? Dass ihr verhandelt im Namen des Mittelreiches? Was seid ihr? Dahergelaufene Helden? Ihr habt vielleicht einen Heptarchen geschlachtet, habt Cordovan getötet. Was soll euch wohl genommen? Aber ihr erdreistet euch im Namen des Mittelreiches, in meinem Namen zu sprechen und mit Hafax einen Pakt auszuhandeln? Wir haben keinen Pakt ausgehandelt. Wie ich bereits gesagt habe, wir wollten es verhindern. Die Sündegeweihte hat entschieden. Und nun bietet er explizit euch, nicht der Reichsregierung, nicht dem Rat der Helden, sondern euch. Euch fünf. 4, 2, 2, 2, 500 Mann an. Nun, dafür gibt es doch eine einfache Erklärung. Er weiß von uns. Als dieser Brief losgeschickt wurde, bin ich mir sicher, er wusste noch nichts von euch.
Das Ziel des Hafax wissen wir allerdings. Er will die anderen Heptarchen stürzen. Er war es, der die Miona in den Rücken gestochen hat. Er ist es, der auch den anderen beiden Heptarchen, unter anderem den Drachen, in den Rücken stechen will. Er bietet uns keine Hilfe an. Er sagt einfach nur, was er tun wird. Er wird Rassas so angreifen. Er will die Heptarchen vernichten und gibt dafür 500 von seinen Männern und Frauen in die Hände seiner Offiziere. Also euch. Seid ihr übergelaufen? Die Bluttempler von Hemando sind damals auch übergelaufen. Seine besten Offiziere. Haben dem Kriegsfürsten die Treue geschworen, weil er so sehr allmächtig ist. Der größte Feldherr aller Zeiten, sagten sie. Er hat Charisma, ganz ohne Frage. Aber wenn ihr mir keine Beweise liefert, dafür, dass ihr unschuldig seid, dafür, dass ihr keine Offiziere seid, dann werdet ihr von mir wegen Hoch- und Landesverrates angeklagt. Und dafür sterbt ihr. Soll der Kopf von Dimiona genug sein? Eine zweite Heptarchin, die gefallen ist durch unsere Taten? Ihr sagtet gerade, dass Hafax diesen Stich gesetzt hat. Hafax hat ihr nur ihre Pferde geklaut. Wir haben sie besiegt. Ihr sagtet gerade, dass Hafax ihr in den Rücken gestochen hat. Und wenn ihr Offiziere seid, Offiziere des Hafax, dann beweist ihr damit nur noch einmal mehr, dass ihr seine Offiziere seid und keine Helden des Mittelreichs. Wenn wir seine Offiziere wären, warum sollten wir dann hier sein? Carinor, ihr habt genug geredet. Der Angroscho oder der Graumagier sollen sprechen. Was ist euer Wunsch? Wir können euch keine Beweise bringen, dass wir es nicht sind. Dieser Brief könnte eine Lüge sein. Ist euch dies schon mal in den Sinn gekommen? Man kann eine Lüge nicht beweisen. Nun, dann sollte ich vielleicht einfach ein Ja darauf schreiben und sehen, ob in ein paar Wochen hier 500 Mann aufschlagen. So lange könntet ihr natürlich in den Kerkern warten. Danach können wir euch immer noch töten. Was verspricht ihr euch davon, wenn ihr uns tötet? 5 Offiziere von Helm Hafax. Und 5 Verräter weniger. 5 verdiente Helden des Mittelreichs zu töten, ist eine schlechte Idee, nicht wahr? Nun, Helden seid ihr gar wohl, aber wenn ihr schon sagtet, dass Hafax die anderen Heptarchen verrät und der Dolch im Rücken ist, wart ihr es nicht, die Galotta getötet haben? Wir waren es, zweifelsohne. Die List des Hafax half uns, die Truppen der Heptarchen abzulenken. Aber wir, beziehungsweise die Fürstin von Zorgan und... Nehmen wir einmal an, ihr seid keine Verräter, keine Offiziere. Würdet ihr darauf antworten, ja oder nein? Wir würden lügen, aber wie können wir euch dann beweisen, dass wir nicht lügen? Ich frage euch gerade heraus, Morenes, ob ihr diese 500 Mann haben wollt oder nicht. Ich persönlich würde sie nicht haben wollen. Ihr persönlich? Aber eure ganze Gruppe? Angroscho, sprecht. Wollt ihr 500 Mann gebieten? Nein, ich kann... Ein Auserwählten, der ist... Ich werde den Namen ebenso nicht nennen. Ja, warum denn auch? Also, ich meine, ich kann damit nichts anfangen, aber wenn ihr wissen wollt, dass wir die Wahrheit sprechen, wenn wir hier von Helm Hafax gesandt worden wären und mit ihm im Bunde ständen, so wären wir ja sicherlich auch dämonisch verseucht. Ihr wolltet gestern bereits vor den Toren mit meinem Enkel sprechen. Ja, aber ihr hattet doch gerade gefragt, wie wir euch einen Beweis erbringen können, dass wir nicht im 5 von Helm Hafax Männern sind. Könnt ihr einen Beweis erbringen? Nun, wie ich gerade ausführen wollte, in meiner theoretischen Überlegung, müssten wir ja dann eigentlich dämonisch verseucht sein oder zumindest etwas Dämonisches an uns haben. Das ist so nicht richtig. Ich verstecke mal ganz, ganz langsam meine Hand. Ansonsten, keine Ahnung, habt ihr nicht irgendein Wahrheitsserum, das wir einfach trinken können, ihr uns die Frage stellt und dann hat sich die Sache. Du siehst ein finsteres Lächeln hinter dem schwarzen Schleier. Aber eine ganze Menge Serien, die ihr trinken könnt.
Es gibt auch einen Kantus, um die Wahrheit zu überprüfen. Und wenn ihr der Magie nicht traut, dann vielleicht einen Praius-Befehl. Seht ihr, das wären doch wunderbare Möglichkeiten, um diese Sachen ganz schnell vom Tisch zu räumen. Ich werde darüber nachsinnen. Knochold von Streitzig, ist dies möglich? Sie blickt dabei einmal von der Empore nach rechts und ihr könnt wohl leises Gemurmel hören. Und da spricht wohl gerade ein etwas älterer Mann mit ihr, ihr könnt es nicht genau verstehen. Ihr dürft gerne mal eine. Ja, was ist das? Auch Staatskunst. Vielleicht der Heraldik. Ja, Heraldik würde ich auch zählen lassen, klar. Geht jetzt. Gilt das unter Diplomatie? Das ist keine Diplomatie, nein. Boah, bin ich schlecht. 8 Punkte, das ist gar nichts. Slung. Der Name von Schweizig sagt euch natürlich was, mit einer der ältesten Namen des Mittelreiches, aber. Euch ist dann wohl auch bekannt, dass Knorhold von Streitzig ein Antimagier ist, und zwar nicht nur irgendeiner, sondern das ist dann der Leibmagier des Prinzen, mittlerweile des Prinzen, vor allem wohl aber auch von Alara. Nun, Euer Majestät, wie wollt ihr weit verfahren in dieser Situation? Gebt mir mal eine Überzeugenprobe. Ihr dürft alle würfeln. Ich will insgesamt 42 Sterne haben. Ich auch oder nur die anderen? Ihr dürft alle würfeln. Es sind 6 Helden von jedem 7, beziehungsweise insgesamt 42 in Summe. Ihr habt überreden oder überzeugen? Überzeugen. Kann ich das Mirakel? Jetzt ist es zu spät. Kann ich da Einzelgespräche verwenden? Wenn du ein Chippy ausgibst, darfst du auch noch Mirakel. Ich habe keinen Chip. Kann ich es ist kein Einzelgespräch. Batschka. Ich nehme an, es ist eine öffentliche Rede oder ein Plädoyer. Ansonsten musst du mir jetzt mal abziehen. Es ist keine öffentliche Rede. Es ist aber ein Plädoyer. Für das unsere Unschuldigkeit, meinst du nicht? Also, wir gucken gerade mal. Staatskunst, das war von Chiara. So, dann liefert Boltax seine 7 Punkte, die er hat. Aber mir fehlen 3 Punkte. Jarlan kann die allerdings ausgleichen. Iserun fehlen auch noch 2 Punkte. Raffin kann 2 Punkte, 3 Punkte rausholen. Und das reicht auf alle Fälle. Damit seid ihr in Summe seid ihr über den 42. Haben wir die gewürfelt? 2, 3, 4, 5, 6, ja. Genickt. Ihr steht auf meiner Liste. Aha. Das bedeutet? Kann ich Boltax einen Tritt geben oder merkt man das? Das merkt man. Du kannst ihn vor allen Augen treten, klar. Nee, sorry, aber so viel Standesbewusstsein habe ich dann leider doch. Ihr könnt dann wohl sehen, wie die Wachen, die so oder so in der Säule noch standen, jetzt auch wieder einen Schritt zurücktreten und dann komplett verschwinden hinter den Schleiern. Und mit einem Abwinken absolut nicht unhöflich, aber abwertend, dreht sich Alara um und geht dann von der Empore weg, verschwindet dann und mit einem Herz, was nach unten gesackt ist, mit einem Klopfen, seid ihr gerade wohl eben noch dem Tode entrungen, mehr hat sie wohl nicht zu sagen. Von Selindian keine Spur. Dann öffnen sich wieder die Tore, die 2 Flügel. Und ihr könnt sehen, wie der Kanzler da wohl gerade wieder euch, die Schleuse dann öffnet. Ich würde mich noch verbeugen in Richtung der abtretenden Reichsverweserin und schleunigst den Saal verlassen. Ich bitte mal eine Selbstbeherrschungsprobe plus 7, wie ihr das so weggesteckt habt. Ich kann mir den Zorn bis wir draußen sind noch verkneifen. Nicht die erste, die mir mit dem Tod droht, und auch nicht die letzte. Ja, Boltax zittert so ein bisschen, muss so ein bisschen gestützt werden.
So hattest du sie nicht in Erinnerung, als du sie vor langer, langer Zeit getroffen hast. Hat sich nicht wirklich verändert, aber das war das erste Mal, dass sie mit dem Tode gedroht hat. Nicht zum Guten verändert. Mm-mm. Kommt erst einmal dazu, dass wir herauskommen, bevor sich einige Leute noch umentscheiden. Eure Waffen werden euch wieder ausgehändigt. Der Kanzler verbeugt sich auch wieder nicht vor euch, macht hier keine Standesdünkel, die euch eigentlich zustünden. Ich rausche auch ohne Abschied an ihm vorbei. Mhm. Den Brief mussten wir nicht wieder abgeben, ne? Den haben wir dabei. Den Brief kannst du natürlich einstecken, ja. Also du bist dir sicher, dass da irgendjemand als Augen drauf hat, wie du da antwortest oder ob du darauf antwortest. Aber den Brief habt ihr mit dabei, ja. Der ist an euch adressiert, das ist euer. Alles klar. In dieser Schlangenrohr weiß man nie, von welcher Seite man bedroht wird. Dass ihr wohl die Schnutte haltet, solange wir hier drin sind. Schlangengrub, soll ich euch gleich verhauen oder wollt ihr warten, bis wir zu Hause sind? Nein, wir sind zu Hause. Bitte wartet. Aber mir gibt mir immer wieder humorische Anfälle, muss ich ja zugeben. Ja, das war doch ganz nett. Ja, lief ungefähr so, wie ich es erwartet habe. Ja, ein bisschen besser, als ich dachte. Guck mal, ich habe einen neuen Schlagring bekommen. Oh, sehr schön. Ja, mit meinem Boron-Zeichen ist ja nicht schön. Was steht da drauf? Gute Nacht? Ja. Das ist ja putzig. Ja, ist ein Geschenk. Ich finde ihn gar nicht, dass der Herr Boron über so einen diffizilen Humor verfügt. Kommt von einer Kurgeweihten, vielleicht liegt es daran. Ja, gut. Nun, also, der Herr Boron ist ja nicht dafür zuständig, sie schlafen zu legen, nur über ihre Träume zu wachen. Ja, aber ich kann sie ja in ihre Träume schicken. Genau. Dafür ist der Schlagring da. Richtig. Moment. Das heißt, der Herr Boron wacht nicht über die Zwerge, weil wir nicht träumen? Ja, der Herr Angrosch wacht über euch. Ja, der wacht sowieso immer über uns, aber... Vielleicht träumt ihr deswegen nicht, weil Angrosch Boron im Weg steht und lieber selbst auf euch aufpasst. Gut möglich. Sehr gut möglich sogar. Das ist sehr vernünftig. Ich lasse mich lieber von Herrn Angrosch beschützen als von Herrn Boron. So, dann lasst uns jetzt hier mal rausgehen. So, würde noch zähneknirschend die Residenz verlassen. Ja, könnt ihr dann wieder in den warmen Garten gehen, wo ihr auch schon residiert hattet, in den Zelten, ihr erinnert euch. Trete dann am Tor an den Panthergardisten vorbei, die immer noch in dieses komische, ja, Puniner Gewand gekleidet sind und ja, kalter Schweiß, der euch auf der Stirn steht, das Zittern, was dann Boltax wieder so ein bisschen verlässt, wenn er dann wieder im warmen Sonnenschein steht und Kinder, die wieder um euch herumlaufen, Aufbauarbeiten, Segen, vor allem vom Ingrim-Tempel, Rufe, die euch wieder zurück in die Realität holen. Unfassbar, unerhört, habt ihr das gesehen? Und gehört ja, vor allem. Dabei. Warum seid ihr so schockiert? Als wärt ihr gemeine Straßenräuber. Nun ist das nicht eigentlich total normal. Wenn etwas gut läuft, wie zum Beispiel Galotta stirbt, dann sind sie immer gerne dabei, das Lob auf sich zu nehmen. Und wenn mal irgendetwas halbwegs schief läuft, dann müssen sie natürlich sofort einen Sinn finden. Außerdem hat sie uns nicht als Straßenräuber, sondern als Hofverräter bezeichnet. Ja, aber sie hat euch antanzen lassen, als wärt ihr gemeine Straßenräuber. Okay. Einen von einer Veranda aus als Hochverräter bezeichnen. Stellt euch das mal vor. Sie hätte uns auch gleich von der Panthergard abholen können, direkt in das Gefängnis. Auf welcher Grundlage? Einem Brief? Sie braucht keine Grundlage, sie ist die Reichsverweserin. Auch die Reichsverweserin hat sich an Praias Gebote zu halten. Hinterher, sicher. Und außerdem wäre es der Panthergarde bestimmt nicht gut bekommen, wenn die einfach so vor unserer Tür gestanden hätten und wir mit unseren Waffen. Das hätte kein gutes Ausgehen ergeben, aber es hätte unsere Schuld noch verstärkt. Aber wir hätten ganz einfach Keller gehen können, uns verschanzen und dann hätte ich einen nach dem anderen mitgenommen. Und dann? Ja, dann wären wir. Lassen wir das Thema lieber, aber... So ein Blödsinn. Außerdem sind diese Anschuldigungen doch völlig weit hergeholt. Wie gesagt, wenn etwas gut geht, dann sind sie sofort da, um alles einzuheimsen. Pericum steht noch, ja, aber warum Pericum noch steht, darüber denken sie keine 2 Sekunden nach. Als Garrett bedroht wurde, wo war denn die Kronverweserin da? Nicht hier. Die entscheidende Frage ist, warum schickte Harfax diesen Brief? Iserun in Preuers Namen schwört mir, ihr wusstet nichts von diesem Brief.
Natürlich wusste ich nichts davon. Also ich würde mal annehmen, weil er ein Sack ist. Euer Sonnenzepter gibt es her. Ich halte das Zepter hin. Ich schwöre bei Preios, dass ich von diesem Brief bis eben nichts wusste. Menschen können es ja auch anerkennen. Komm, jetzt Patz. Und die Weihe ist weg. Was hat er gesagt? Ich hab's nicht gehört. Menschenkenntnis. Menschenkenntnis. Nicht Mirakelprobe? Oh. Ja. Du hast nur 7! Das ist, also sie lügt halt nicht, aber es ist so bitter. Ich hab das erst um 3 Punkte gesagt. Das ist so bitter. Lass mich! Nun, warum schon soll mir das genügen? Halfax diesen Brief. Weil er das vermutlich ernst meint und ein Sack ist. Natürlich meint er das ernst. Ja. Und er wird ihn an uns geschickt haben, weil wir uns als reliable Gesprächspartner profilieren konnten und mit deren Wort zu rechnen ist. Nun, wir haben ihm gesagt, dass wir Gazazor als nächstes Ziel haben und daraufhin gab es doch die Gespräche darüber, dass er einen Waffenstillstand mit dem Mittelland verhandelt, dass er nicht nochmal angreift. Aber es ist doch ein indirekter Affront der Reichsverfrieserin, den Brief an uns zu schicken und nicht an die Reichsverfrieserin. Das juckt den Paktierer natürlich auch sehr stark. Er wusste, dass es eine Reichsverfrieserin gab. Sie sitzt doch da erst seit einer Woche. Ja, also zu diesem Zeitpunkt war ja doch gar nichts bekannt. Sie hatte sich ja in Punin verkrochen. Erinnert ihr euch noch an unser Gespräch in Zorgan mit Azaril und, wie hieß der Admiral noch gleich? Wir sagten ihm, der Rat der Helden sei eine neue Residenz zu erreichen. Alten Residenz. Und? Wir wussten auch nicht, dass sie hier ist, bis wir hier angekommen sind. Denken wir auch noch einmal an Hafaks Charakter. Er ist ein Mann, der so etwas wie Intrigen nicht gerade schätzt. Er ist ein sehr geradliniger Typ. Aufbauend, aber geradlinig, so war er doch, nicht wahr? Und ich glaube nicht, dass er ein besonders großes Interesse daran hätte, mit jemandem, der insbesondere Intrigen spinnt und derlei Sachen tut, in ausgedehnte Brieffreundschaft zu treten, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe ihr durchaus die Wahrheit gesagt. Er kennt uns, aber wusste nicht, wer ihr noch sonst sitzt. Also hat er uns sonst geschrieben. So einfach ist es. Müsst ihr da nicht den Brief an die Krone schicken? Ja, er wusste nicht, dass es eine Krone gibt. Er wusste, dass es einen Heldenrat gibt.